Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, jeder Mensch, der sterben wird, dem wird es leid tun im Jenseits. Die Sahabe fragen, ja Rasulullah, jeder sagst du, also auch die Gläubigen, wir? Sagt, auch die Gläubigen. Auch denen wird das leid tun. Was wird ihnen leid tun, ja Rasulullah? Die Ungläubigen verstehen wir. Den Ungläubigen wird es leid tun, warum sie ihre Zeit, ihre Lebenszeit vergeudet haben im Unglauben. Und sie haben das, die Hölle dadurch erreicht. Aber warum wird es den Gläubigen leid tun? Sie werden doch ins Paradies kommen. Und der Prophet a.s.w. antwortet und sagt, es wird ihnen leid tun, warum sie nicht noch mehr in ihrer Zeit gemacht haben. Das ist ein Hadith. Also egal wie viele gute Taten wir haben, es wird uns leid tun, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wallahi al-azim, es wird uns leid tun, warum wir nicht noch mehr gemacht haben. Bevor es uns leid tut, lasst uns doch versuchen, das Maximalstmögliche, jeder für sich. Nicht jeder ist gleich, nicht jeder kann gleich viel machen. Vielleicht ist es für den einen schon das Wichtigste, 5-mal am Tag zu beten. Vielleicht ist es für den anderen schon das Wichtigste, vielleicht dieses Jahr 30 Tage durchgehend fasten zu können. Dann hast du schon sehr viel geschafft. Vielleicht ist es für den einen das Wichtigste, die größte Erfüllung, wenn er vielleicht einmal im Jahr ab jetzt zum Nachtgebet aufstehen kann. Einmal im Jahr vielleicht. Nie, warum unterschätzen? Nehmt euch doch jetzt schon mal vor, zum Beispiel im Laylatul Qadr, also in der wichtigsten Nacht der Bestimmung, die 27. Nacht des Ramadans, inshallah, die Nacht mit gottesdienstlichen Handlungen zu verbringen. Plant das doch. Dann haben wir es einmal im Jahr gemacht. Und dann nimmt man sich das vielleicht vor, bis zum nächsten Jahr zu verdoppeln. Dann hast du 2 schon daraus gemacht. Und dann macht man das vielleicht im monatlichen Takt. Und es wird sich irgendwann einführen. Aber wenn du doch jetzt da nicht beginnst, diese Zeit zu nutzen, bis der nächste Ramadan kommt, dann wirst du damit nie anfangen. 50% eines Werkes ist es, Bismillah zu sagen und damit anzufangen. Das sind schon mal die 50%. Bismillah zu sagen und anzufangen. Nicht weiter Zeit verstreichen zu lassen und nicht weiter nachzudenken, wann, wieso, weshalb.